Hey und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es, wie ihr natürlich schon den Titel lesen könnt, über das Tagträumen. So, das sind wir auch schon wieder. Das Tagträumen, das Nachdenken, das Philosophieren, das Poesie. Ich meine, das hat alles so die Tiefe, die gedankliche Tiefe, die halt einfach viele Menschen haben. Viele Menschen haben sie nicht. Ich beneide keinen, der sie hat. Ich beneide aber auch keinen, der sie nicht hat. Also ich habe so ein gewisses Maß hat jeder. Ein gewisses Maß an das Leben unseriös nehmen hat halt natürlich auch jeder. Worum geht's da jetzt eigentlich? Es ist eigentlich die Tiefe. Es geht gar weniger um das Tagträumen, sondern mehr um das, wie tief man das Leben sieht. Es geht da weniger um das, wie ernst man das Leben nimmt und wie ernst man alles nimmt und so. Es geht da mehr um, wie tief denkt man, wie sehr denkt man darüber, zum Beispiel, wie die Welt wirklich entstanden ist und so was. Ja, also wie das Ganze existieren kann. Also wenn man ja genau darüber nachdenkt, kommen da ja sehr viele Fragen. Und wer da gerne drüber nachdenkt, der ist halt einfach, das nennt man halt dann, ja, Hobbyphilosoph, kann man so sagen. Warum rede ich darüber? Weil es einfach, ich bin ein Tagträumer geworden, also ich denke sehr viel über unnötige Sachen nach. Wirklich, muss ich sagen, also es macht mir Spaß, über unnötige Sachen nachzudenken. Also ist irgendwie lustig. Man kann sich halt einfach alles so träumen und die übelsten Theorien ausdenken, einfach nur in deinen Kopf, und das muss keiner wissen und ist egal, aber ich meine, ich habe da mal so eine Serie gesehen zum Beispiel, die heißt Magicians, und da geht's halt einfach, da gibt's Götter. Und die Götter haben aber auch Väter, und die haben natürlich, also das ist auch so eine Hierarchie, kann man fast sagen. Und wenn ein Gott getötet wird von den Menschen, hat der Mensch fast eigentlich schon ausgeschissen, weil der Vater dann Rache nimmt und so. Das ist halt einfach komplett weird, das Universum, so gesehen. Aber es regt einfach übel zum Nachdenken an. Einige denken sich vielleicht, ja, interessiert mich nicht, ja. Und für die ist das Video halt einfach nicht so mega interessant wahrscheinlich. Aber für die, die dieselben Gedanken oft haben, nee, dieselben sowieso nicht, aber die auch mal so träumen oder sowas oder einfach nur philosophieren darüber, das ist einfach richtig, ich weiß nicht, es macht mir einfach Spaß, darüber nachzudenken. Also du denkst darüber nach und hast einfach Spaß dabei. Das ist einfach, das ist cool. Und das ist eine Fähigkeit, auf die bin ich irgendwie stolz. Es ist natürlich auch oft ein Nachteil, dass man nachdenkt über sehr viele Sachen, aber das ist definitiv ein Vorteil und so kann sich einfach jederzeit beschäftigen. Und das hat mir auch sehr viel geholfen bei meinem Praktikum, weil ich habe jeden Tag nach Wien fahren müssen und das sind 2 Stunden Weg circa. Und wenn man einfach aus dem Fenster schaut, du brauchst einfach gar kein Handy, du kannst einfach rausschauen und einfach nachdenken. Und das ist einfach das Coole. Du musst dir keinen Kopf zerbrechen über irgendwelche Probleme. Du kannst einfach über irgendwas nachdenken, du kannst Theorien aufstellen, du kannst so viel machen. Das ist eigentlich krass. Und ich möchte euch mit diesem Video einfach nur sagen, was alles so in deinem eigenen Gehirn passieren kann, ja? Wie man sich einfach ohne irgendwas beschäftigen kann. Das ist so krass. Das ist einfach so krass. Ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das nicht kennt und ihr denkt euch jetzt so, what the fuck, ist der verrückt? Könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Ich möchte auf jeden Fall nur, dass ihr wisst, es ist cool. Und natürlich auch nicht jedermanns Sache. Viele Menschen hassen das, wenn man herumsitzt und nichts tut. Und wenn ich zu Hause bin und was anderes zu tun habe, mache ich auch natürlich was anderes. Aber wenn du einfach nichts zu tun hast oder zum Beispiel in der Schule sitzt und du kannst gerade nicht aufpassen, dann denkst du einfach nach. Und die fallen Dinge ein. Also du kannst die ganze, alles kannst du dir denken. Das ist einfach, ja, das ist cool. Das ist echt nice. Du kannst natürlich, es gibt natürlich dann auch Fälle, wo du die Realität verlierst, wo du in eine virtuelle, eingedachte Welt reinfällst und nicht mehr raus willst, kannst, dich nicht mehr wegdenken kannst, aber das passiert einfach nicht wirklich oft. Beziehungsweise, wenn das passiert, ist das nicht das Problem, weil du das getan hast, sondern weil du andere Ursachen hast. Es ist auf jeden Fall, wie ich jetzt schon das dritte Mal oder so sage, die Message möchte ich euch vermitteln, dass das einfach cool ist und dass in einem Kopf eines Menschen oft noch so viel mehr steckt und das denkt halt einfach keiner. Es wird halt nur der IQ gemessen und
Wenn der IQ halt nicht passt, dann müssen halt natürlich extrovertierte und handwerkliche Fähigkeiten passen. Wenn die auch nicht passen, was bist du dann? Ja, was ist man dann? Gute Frage. Ich zerbreche mir nicht den Kopf für irgendwas. Ich denke halt einfach so nach über irgendwas. Irgendwas. Und je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr weißt du für dich selbst darüber. Desto mehr weißt du, wie du dazu stehen sollst. Desto mehr weißt du, ob das gut ist oder nicht. Und ich finde, bevor man sich eine Meinung bildet, sollte man auch darüber nachdenken können. Und das ist wichtig. Diese Message möchte ich euch mitgeben, auch wenn ihr nicht gerne nachdenkt oder was auch immer. Aber bevor ihr eine Meinung habt, nehmt euch ein paar Minuten Zeit und denkt darüber nach. Ich habe den kleinen Mr. Glückskeks einen kurzen Text geschrieben, den soll er euch dann vorlesen. Ja, es ist etwas über das Erwachsenwerden generell. Hallo Kinder, hier ist wieder euer Mr. Glückskeks. Und ja, heute hat Berndi für euch etwas geschrieben und das lese ich euch jetzt mal vor. Wo bin ich denn nur hier gelandet? Wie hat sich die Welt nur so sehr verwandelt? Ich sollte zu Hause sitzen vor dem Kamin, permanent übersehe ich jetzt den Lebenstermin. Wie bin ich hier nur gelandet? Habe ich mich wirklich so sehr verwandelt? Ich gestalte mir einst das Leben, wie es mir gefällt. Nun bin ich groß und grau ist meine Welt. Warum bin ich hier gelandet? Hat sich mein Lebensumfeld so sehr verwandelt? Ich lebte ohne Sorgen und ohne Last. Doch jetzt erdrückt mich die Verantwortung fast. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist halt einfach, die Verantwortung steigt, das Leben wird ernster und das realisiert man halt dann irgendwann. Und ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Freunde! So, Mr. Glückskeks hat das jetzt perfekt vorgetragen. Und na gut, ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann am nächsten Freitag wieder. Du guten Schuhu!